Wolf, die Reise geht am Samstag zu FC Rot-Weiß Koblenz. Was für eine Mannschaft erwarten Sie dort? Eine sehr eklige, robuste Mannschaft, die jetzt die letzten 4 Spiele ungeschlagen sind und gerade eine gewisse Heimstärke haben. Haben 16 Punkte, 11 Punkte davon haben sie zu Hause geholt. Von daher wissen wir, was auf uns zukommt. Ja, wir müssen wieder die Grundtugenden an den Tag legen und nicht denken, wir gewinnen da durch eine spielerische Art am Vorbeilaufen. Jetzt hat sich Tim Patrick und Daniel Stanese mit dem Coronavirus infiziert. Wie gehen Sie damit um? Ist das Thema in der Mannschaft? Haben Sie Angst, dass weitere Angesteckte folgen? Ja klar, Thema ist es. Wir gehen sehr gewissenhaft mit dem Hygienekonzept um. Wir tragen Masken in der Kabine. Wir haben die Spieler in Kabinen aufgeteilt. Und dementsprechend halten wir Abstände, wie es auch nur geht. Klar, die meisten Spieler bei uns sind geimpft und ist auch gut so. Weil die Auflagen werden immer strenger, aber wir hoffen natürlich, dass alles so bleibt und sich nicht noch mehr infizieren. Nicht, dass es uns so ergeht wie letzte Saison im FSV Frankfurt, dass man dann eben Pause einlegen muss, weil eben zu viele Spieler infiziert sind und man dann wieder, dann, wenn es weitergeht, erstmal aus dem Rhythmus gekommen ist und dann sehr viele englische Wochen nachholen muss. Sie haben es gerade gesagt, die meisten sind geimpft, also nicht alle. Wie gehen Sie mit den Ungeimpften um? Ermutigen Sie die für die Impfung oder sagen Sie, das muss jeder selbst wissen? Ja klar, ermutige ich sie zur Impfung, weil wir haben gerade vor 14 Tagen nochmal gesprochen. Ja, ich sage, die Auflagen werden sicherlich immer strenger und ich kann mir auch gut vorstellen, ja, dass die Auflagen vielleicht mal von Verbandsseite so weit gehen, dass der Verband sagt, ungeimpfte Spieler bekommen keine Spielgenehmigung mehr. Und von daher halte ich es doch für sehr gewissenhaft, ja, wenn jeder Spieler auch dementsprechend geimpft ist. Und ja, klar, als Arbeitgeber ja, hat man da keine so große Chancen, dass man das, sage ich mal, ja, zur Pflicht macht, dass jeder geimpft ist. Letzten Endes bleibt es jedem selbst überlassen. Aber natürlich bin ich auch ja, dafür, dass alle meine Spieler geimpft sind.